Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Rozpoczynamy teraz panel dyskusyjny z udziałem pierwszego naszego tutaj gościa. Gościem tym jest Hans Hirn z Bawarii, z Niemiec. Oddaję teraz głos może koledze Manfredowi Puli, bo on będzie nam tutaj tłumaczył. A wszystkich jeszcze raz zapraszam do sceny, żeby po prostu to, co będzie mówił Hans, trafiło do jak największej ilości naszych tutaj kolegów hodowców. Także oddaję głos już i gdyby ktoś jakieś chciał pytania jeszcze zadawać, także proszę sobie już się teraz przygotowywać, bo kiedy się rozpocznie dyskusja, będziemy rozmawiać. Tutaj będzie można wszystko bezpośrednio od Hansa Hirna te tematy, te odpowiedzi na te tematy nas nurtujące uzyskać. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Manfred Bula, to jest Hans Hirn, bardzo znany hodowca na pewno w Polsce. Wielu hodowców go zna, nie trzeba przedstawiać. Hodowca z wieloletnim stażem, z super osiągnięciami, z super wynikami. Ja bym chciał, żeby to forum wyglądało w ten sposób, że może najpierw damy mu siebie powiedzieć, a ewentualne pytania z sali zadawać będziemy pod koniec tego spotkania. On chciałby coś opowiedzieć w tej chwili, jak to u niego wygląda na dzień dzisiejszy, czyli przygotowanie gołębi do sezonu lotowego. Ja, hallo, ich darf Sie begrüßen. Ich spreche kein Polnisch, ich spreche nur in Deutsch oder Bayerisch. Ja. Gut, wir sind jetzt, der Taubensport beginnt jetzt mit den Reisetauben. Wir haben gutes Wetter draußen. Die Paarungen sind teilweise schon vollzogen, also die Anpaarungen. Und das Training ist jetzt ganz wichtig, also das Wichtigste, um die Tauben in gute, sehr gute Kondition zu bringen. Was auch wichtig ist in der jetzigen Zeit oder sollte eigentlich schon abgeschlossen sein, sind eventuell Untersuchungen bei Tierarzt. Das ist meine. Chciałbym powitać wszystkich, jest mu bardzo miło, że tutaj został zaproszony. W tej chwili mamy fajną pogodę. Trzeba ten czas wykorzystać do dobrych treningów. Treningi to jest bardzo ważna rzecz. Im lepiej są gołębie przygotowane, wytrenowane, tym lepiej się spisują. Ewentualnie mamy teraz w tej chwili czas na ewentualne badania i zrobienie kuracji, jeśli się to okaże potrzebne. Ich bei uns, wir machen keine Kuren, wenn wir vorher kein Untersuchungsergebnis haben. Nur anhand von einer Untersuchung wird dann bei uns dementsprechend vorgegangen. Ich habe jetzt bei meinen Tauben, bei meinen Reisetauben, darüber sprechen wir, musste ich Kokzidienbehandlung machen. Das habe ich Anfang April gemacht und anschließend hatte ich jetzt dann noch eine Woche lang gegen Trichomonaden mit Ronidazol behandelt und die Tauben waren eingesperrt in den Schlägen bis 1. April und sind eine Woche jetzt am Training gewesen und seit letzten Sonntag sind die schon im Korb und mussten schon viermal Trainingsflug auf Strecke machen. On nie robi nigdy żadnych kuracji na ślepo. Wszystkie kuracje, które on przeprowadza, są robione tylko po badaniu weterynaryjnym. Na początku kwietnia przeprowadził kurację na koksydię i trichomonady, bo akurat to lekarz weterynarii u niego stwierdził i przeprowadził tą kurację. Od 1 kwietnia gołębie jego, 1 kwietnia dopiero zostały wypuszczone. On ma zresztą straszny problem z jastrzębiem. Także 1 kwietnia gołębie zostały pierwszy raz wypuszczone w domu, natomiast pierwszy raz wywiezione na trening. Ten pierwszy trening, który przeprowadził w ubiegłą niedzielę, odbył się z odległości 8 km. Następny był 12, następny 15. Gestern bin ich ja dann schon hier rübergefahren, war nicht möglich. Heute ist es auch nicht möglich. Also die Tauben würden sonst gestern und heute Training haben, also Streckentraining. Und morgen wird es wieder gemacht und ich mache es gerne so im Block, 3, 4 Tage, vielleicht auch 5 Tage an einem Stück jeden Tag wegfahren und jeden Tag etwas weiter. Der erste
Preisflug oder Wettflug findet bei uns am 6. Mai statt. Also es ist noch nicht so eilig, aber eine gute Vorbereitung ist schon ein großer Teil für die Saison. Te treningi, które on przeprowadza, stara się przeprowadzać w takim mini bloku, czyli generalnie około 4, nawet 5 dni pod rząd. Oczywiście przy założeniu, że jest ładna pogoda. 4 z rzędu treningi codziennie, czy tam nawet 5. W ubiegłą niedzielę zaczął, niestety wczoraj, dzisiaj nie może być z gołębiami, bo jest tutaj, ale jutro już znowu gołębie wywiezie. Chodzi po prostu nie o jakieś kilometry, jakieś duże wywózki, ale tą regularność, żeby one złapały orientację, a nie kondycję fizyczną. Chodzi o te pierwsze treningi, to jest typowo orientacyjne. Was also auch noch wichtig ist, die Tauben werden jetzt noch nicht nach System gefüttert. Also sie kriegen jetzt noch ganz leichtes Futter, eigentlich noch Winterfutter. Und die Tauben werden jetzt am Dienstag werden die wieder zusammengepaart. Also die sind im Moment noch getrennt und werden am Dienstag wieder zusammengepaart. Und es ist dann etwas leichter, die Tauben in der Früh zu nehmen aus der Zelle anstatt aus dem Schlag. Und die werden dann jeden Tag gemeinsam aufgelassen, werden weggebracht und haben dann Training. Und das System, mit dem System, was wir hier haben, das wird erst eine Woche vor dem ersten Preisflug begonnen. Ja? Und das ist also noch nicht notwendig. Und wenn die Tauben, wenn die vom Training nach Hause kommen und sind die ein bisschen schlapp und so, ja, also haben wenig Lust, dann ist es gut. Dann ist es nicht schlecht, sondern gut. Gołębie w tej chwili, jego gołębie są w tej chwili prowadzone nie według planu, który on ma się zawsze. Nie według tego planu, który stosuje. Ten plan dopiero jest u niego zastosowany tydzień przed pierwszym lotem konkursowym. W tej chwili gołębie są karmione bardzo taką ubogą mieszanką, to jest praktycznie karma zimowa z niewielką domieszką lepszych ziaren. I treningi, które on w tej chwili robi, gołębie są zawsze puszczane razem. Samce z samicami, to nie jest tak, że on wypuszcza najpierw samiczki, a potem samczyki, one są zawsze razem wypuszczane na ten trening z tych iluś tam kilometrów. Was also bei diesem Training jetzt in den nächsten Tagen auch wichtig ist, wenn die jetzt am Dienstag wieder verpaart werden, die werden dann während der Trainingsphase die Weibchen legen, die werden ja mitgeschickt. Man sollte kein Weibchen einkorben, welches ein Ei an dem Tag legt, wo sie also in den Korb geht. Das also, sollte man nicht machen. Das ist es nicht wert, eine solche Taube zu strapazieren oder zu verlieren. Wenn die dann einen oder einen zweiten Trainingsflug nicht mit dabei ist, ist kein Problem. Die macht anschließend ja die anderen Flüge wieder mit. Also es ist wichtig, darauf zu achten. Jego gołębie lotowe dopiero teraz we wtorek zostaną złączone w pary, czyli on je teraz dopiero woził, te wywózki, które były, to one były włożone jako jeszcze gołębie niezłączone, razem puszczane. We wtorek je dopiero będzie łączył. One też będą razem trenowane, ale nie w momencie, kiedy już tam samiczka będzie miała, powiedzmy, jajo do zniesienia. I jeśli ona nawet na taki krótki dystans, on tych samiczek z jajem nie wkłada, bo tam jest ryzyko, po prostu go może to nie za dobrze przeżyć samiczka, i ryzyko jest za duże, żeby się takiej gołębi pozbywać. Jeszcze zapomniałem wcześniej dodać, że z pierwszych treningów, jeśli on zauważa, że gołębie przychodzą jakieś takie zmęczone, nieswoje, takie później siedzą trochę osowiałe, to nie jest żadna wada. To po prostu jest nawet w tej sytuacji dobra oznaka tego, że te gołębie po prostu już walczą, że już coś od siebie dają. Ja, ich habe in den 80er Jahren ein Fütterungssystem entwickelt, mit dem ich also Jahr für Jahr meine Reisetauben versorge und es funktioniert seit 35 Jahren hervorragend.
und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, beginnen tut das Witterungssystem dann nach dem letzten Vorflug, der in der Regel eine Woche vor dem ersten Preisflug ist. Dann steigt man in dieses Fütterungssystem ein, gibt ein spezielles Futter dafür. Es gibt die Beiprodukte, die also hier dann angewendet werden. Und die Leistung der Tauben steigert sich dann von Woche zu Woche. Es ist nicht entscheidend, um am ersten Flug schon Weltmeister zu sein. Ja? Eine Meisterschaft wird immer am Ende entschieden. Am Ende wird abgerechnet. Das ist dann wichtig. Folgedessen muss man auch systematisch vorgehen, um die Tauben Woche für Woche besser zu machen. Tak jak powiedział, dopiero po ostatnim locie treningowym, ten z kabiny, gdzie oddział bierze udział, czyli tydzień przed pierwszym lotem konkursowym, on dopiero przychodzi na ten swój system, którego właściwie używa od lat 80., czyli ponad 35 lat używa już ten system karmienia plus te produkty, które są w tym systemie. Karma to jest tak zwana trzyfazowa, faza 1, faza 2, faza 3. I tak jak powiedziałem, zaczyna dopiero te karmy używać tydzień przed pierwszym lotem konkursowym, bo nieważne jest, żeby na pierwszym locie gołębie już były... Znaczy podawanie tych produktów i tej lepszej karmy z dnia na dzień powoduje wzrost formy tych gołębi. Tą formę gołębie nie muszą osiągnąć na pierwszy lot, bo sezon jest dosyć długi i same mistrzostwo to wiadomo, że dopiero pod koniec lipca się osiąga mistrzostwo lub ewentualną porażkę. Dlatego ten pierwszy lot, one nie muszą być w optymalnej formie, tą formę buduje się przez jakiś tam czas, nie od pierwszego lotu. Die Tauben, wenn also dann die Saison beginnt, die werden am ersten Wettflug noch auf Eier eingekoppt. Die haben dann vielleicht 6, 8 oder 10 Tage Eier. Und da werden die noch am Eier eingekoppt. Wenn die dann zurückkommen, wird alles abgeräumt und dann beginnt eigentlich erst die Witwerschaft. Für Weibchen ist das ein großer Vorteil. Dadurch wird die Saison etwas kürzer und dieses Verfahren untereinander wird dann dadurch geringer. Es gibt aber auch ein Futter, wir nennen das Weibchenfutter bei Wersely Lager in Deutschland oder was weiß ich, kriegt man vielleicht auch in Polen, weiß ich nicht. Das ist so konzipiert, dass die Tauben, die Weibchen nicht so paarig sind. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich habe niemals in der Saison Eier im Weibchenschlag, das gibt es nicht. Ja? Es ist immer mal möglich, dass sich zwei Tauben mal sympathisch sind. Und da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist das wichtig, dass das nicht stattfindet, dass die Tauben sich nicht verpaaren. Pierwszy lot jego gołębie zostaną włożone na pierwszy lot konkursowy z jajek około 6-8-dniowych. Po powrocie z lotu gołębnik jest posprzątany, czyli te jaja są usunięte i samice są u niego karmione taką mieszanką, to się nazywa Weibchen-Sieger-Mischung. To jest tak skomponowana mieszanka, że one po prostu nie mają takich lesbijskich ciągotek. Nie zdarza się u niego na tym systemie karmienia, żeby samice znosiły jaja w sezonie lotowym. Bardzo rzadko zdarza się, że tam dwie samice mają do siebie kontakt, ale to wtedy on jedną przekłada do innego boksu i nie ma z tym problemu. Ale generalnie przez cały sezon nie zdarza się u niego, żeby samica wdowa zniosła jaja. Warum ich jetzt die Vorbereitung so intensiv bespreche, hat schon damit zu tun, wenn Sie sich vielleicht auch für Fußball interessieren, die Vorbereitung einer Fußballmannschaft für die Saison ist mindestens so wichtig wie der Rest in der Saison. Ja? Die Vorbereitung, die Kondition, die Sinne zu schärfen, um das, was man von den Tauben wieder verlangt, das ist äußerst wichtig. Man sollte aber trotzdem immer nur bei gutem Wetter die Tauben trainieren, das ist ganz, ganz wichtig. Dass man also nicht schon, bevor die Saison losgeht, schon viele Tauben weg hat wegen schlechtem Wetter oder so. Ja? Also das sind alles Dinge, die spielen eine große Rolle. Die sind
wichtiger oft, als dass die Menschen das so denken. Ja? Und wenn wir dann in der Saison sind, wenn die Saison begonnen hat, wir bringen während der Saison unter der Woche die Tauben nicht weg. Es gibt auch keine zusätzliche Motivation für uns, ja, also für unsere Tauben. Die werden eingekorbt jede Woche. Ich nehme die Weibchen, setze die in den Korb, ich nehme die Vögel, setze die in den Korb und bringe die in die Einsatzstelle und dann wird gereist. Und dann haben wir zum Beispiel im letzten Jahr in RV, wir spielen in der RV mit 26 Leuten noch, ist nicht so viel wie hier in Polen, aber es ist in Deutschland leider so zwischenzeitlich, haben wir neunmal den ersten Konkurs bei 14 Flügen geflogen, bei Alttauben und 81 Preise in die Top 10. Ja? Und das ist die Vorbereitung, ein wichtiger Teil. Dla tych, którzy się piłką nożną też interesują, samo przygotowanie piłkarzy czy tam sportowców przed sezonem, na przykład jeśli mówimy o piłkarzach, jest najważniejsze przed sezonem, nie w trakcie sezonu. Gołębie mają być bardzo dobrze przed sezonem wytrenowane, dlatego też już w trakcie sezonu on nigdy gołębi na przykład nie wywozi na dodatkowe treningi w tygodniu. Nigdy tego nie stosuje. Jeśli lot jest w sobotę są pakowane samiczki do oddzielnych koszy i samczyki. Nigdy nie są pokazywane, nigdy nie ma żadnych dodatkowych motywacji. Jeśli były przed sezonem dobrze wytrenowane, jest te jakieś dodatkowe motywacje, to jest tylko strata czasu. Ważna sprawa jeszcze jest te treningi przed sezonem, żeby nie ryzykować wywózek przy jakiejś niepewnej pogodzie. Jest za duże ryzyko, że nawet z bliskiej odległości, przy słabszej pogodzie, szczególnie przy pierwszych treningach, możemy się niestety narazić na straty. Dlatego naprawdę trzeba być tam ostrożnym i te treningi robić z głową tylko przy optymalnej pogodzie. Ja, also Manfred hat das jetzt angesprochen, dieses Training ist also wie gesagt sehr, sehr wichtig. Und wenn wir dann Wettflüge haben, wir machen dann in der Regel so nach 5 oder 6 Flügen, machen wir nochmal eine Untersuchung vom Tierarzt, um zu... funktioniert das noch? Ja. Ja. Um einfach Kontrolle zu haben, ob die Tauben noch richtig fit sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Die wichtigsten Flüge sind dann in der Saison die letzten 8 Flüge. Geht nicht, ja? Ja, jetzt ist ein Problem. Die wichtigsten Flüge sind die letzten 8 Flüge, das sind alles Flüge über 400, 500, 600 Kilometer, die wir haben. Ja? 8 Flüge am Stück. Und das ist wichtig, da müssen die Tauben dann top sein, die müssen hundertprozentig gesund sein, um dann solche Leistungen auch zu erbringen. Ja? Und das ist, die Vorbereitung ist dafür eigentlich alles. Wenn eben nach dem 5. Flug die Untersuchung ist und man stellt dann noch ein Problem fest mit vielleicht zu viel Kolikeime oder so etwas und man muss ein Antibiotikum geben, dann ist es noch kein Problem zu diesem Zeitpunkt. Man kann ruhig auch mal 5 Tage am Stück während der Reise ein Antibiotikum verabreichen. Allerdings sollte man nur eines verabreichen, was also von der Wirkung her nach einem Resistenztest auch Sinn macht. U niego to się odbywa tak, że z reguły po 5. lub 6. locie jest ponawiane badanie u lekarza weterynarii. Po 5. lub 6. locie. Bo najważniejsze loty, te, które o wszystkim decydują, tam, gdzie się praktycznie załatwia to mistrzostwo, to jest 8 ostatnich lotów. W polskim programie wiadomo, jakie to są dystanse i tak dalej. I w momencie, gdy po 5. lub 6. locie wychodzą jakieś problemy zdrowotne, bo czasami może na przykład pojawić się też bakteria coli, to nie jest to żaden problem, jeśli nawet do piątku w sezonie lotowym ta kuracja zostanie przeprowadzona. W tym czasie, po tym 5. lub 6. locie, nie będzie większego problemu, jeśli chodzi o formę gołębi. Jetzt fragst du nochmal, ob da jemand schon zu diesem ganzen Thema mal eine Frage hat oder so. Dann können wir das beantworten, ja? Czy ktoś ma jakieś pytania? Zachęcam. Proszę pana, czy
Ja nie wiem, czy jesteś słyszny. Może podejść trochę bliżej. Na początku chodzi o to, czy jak ma do tego, nie wiem, czy całe stado ma do, czy jakiś procent tego stado ma do. Potem w czasie lotu, czy jak jestem ten szósty lot, czy też ma do jakiś procent wszystkich, czy wszystkie te to widzą w tym stado, a tylko o ile będzie Kolega tutaj pyta, czy to badanie przed sezonem lub w trakcie po sezonu, na czym to polega, ile gołębi zostaje wtedy do tego badania przeznaczone, jaki procent? Przed sezonem lotowym, jak robi tą kurację, to około 10% gołębi ze stanu zostaje wzięta na to badanie. Natomiast to badanie po piątym lub po szóstym locie, tam zostają wyznaczone na badanie gołębie, które nie osiągają po tym piątym czy szóstym locie wyników, które mogłyby na przykład osiągnąć. Czyli jest na przykład gołąb, który w ubiegłym roku bardzo dobrze leciał i nagle w tym roku te jego rezultaty są gorsze, to takie są przeznaczone na to badanie, lub gołębie, które po prostu już optycznie wyglądają słabiej, takie gołębie są przeznaczone na badanie, do badania. Das sind halt Dinge, die sind ganz, ganz wichtig, um einfach dann in den letzten Teil der Saison, in den letzten 8 Flügen, die wichtigsten sind für Regionalmeister und so weiter, dass man da nach Möglichkeit kein Medikament mehr braucht. Ich hatte im letzten Jahr, ähnlich wie dieses Jahr, vor der Saison gegen Trichomonaden behandelt und habe dann die ganze Saison kein Mittel mehr gegen Trichomonaden mehr benötigt und auch nichts gegen Coccidien oder sonst was, nur noch nach dem sechsten Flug letztes Jahr ein Antibiotikum, Ampicillin war das, aber das war vom Tierarzt so empfohlen und das hat dann gut gewirkt und die Tauben bis zum Ende der Saison gut, dass die gut geflogen sind. Ja, das waren halt für Keime, die man da festgestellt hat und das ist die wie soll man sagen, dann dieses Ampicillin, dieses Medikament, wirkte auf diese Keime, auf diesen Stamm. W ubiegłym roku przed sezonem w kwietniu przeprowadził tą kurację na trichomonady i przez cały sezon nie podał już żadnego, cały sezon lotowy nie podał już żadnego środka na trichomonady. Tylko po szóstym locie w ubiegłym roku podał ampicylinę, bo lekarz weterynarii stwierdził grzyby, czyli jakieś zakażenie bakteryjne grzybami. I podał ampicylinę i to wtedy bardzo pomogło i też już do końca sezonu nic nie podał. On uważa, że te 8 ostatnich lotów tu naprawdę trzeba uważać i wystrzegać się podawania w tym czasie, gdzie już jest ten długi dystans, są loty ciężkie, są loty dalsze, bo żeby wtedy tego nie podawać, żeby ten szósty lot to był taką granicą, gdzie się cokolwiek z antybiotyków podaje, a potem to już musi iść. I mimo tego, mimo takiego powiedzmy mało kuracji, zrobił 9 razy pierwszy konkurs na 14 lotów w ubiegłym sezonie. Mit dieser Vorgehensweise hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr beim letzten Flug 630 Kilometer noch den ersten Konkurs und 7 in die ersten 10 geflogen. Ja? Also ich habe dann anschließend nach diesem sechsten Flug, wo ich noch dieses Antibiotikum verwendet habe, kein Medikament mehr verabreicht. Nur unser System und es hat optimal funktioniert bis zum Schluss der Saison. Und bei den Jungdarmen war es dann ähnlich. Tak jak przed chwilą powiedziałem, po tym szóstym locie ostatni raz gołębie dostały medykamenty.
I mimo tego na ostatnim locie, wiadomo, że oni tam w Niemczech nie lecą takich dystansów jak my, ale u nich ten ostatni lot 630 km. Pierwszy konkurs, 6 gołębi w pierwszej dziesiątce. Więc gołębie były naprawdę dobrze przygotowane, były zdrowe, były po prostu w formie. Wobei natürlich das Training der Tauben unter der Woche im Haus sehr, sehr wichtig ist. Also die Tauben müssen jeden Tag, die dürfen wir früh raus und abends nochmal früh müssen die eine Stunde in der Luft sein. Abends je nach Temperatur und je nach, ob die Tauben mehr Lust haben. Das ist also nicht so wichtig. Ja, aber sie müssen abends auch nochmal raus, wenn sie noch 30, 40 Minuten gut fliegen, bin ich glücklich. Wenn sie mal nur 15 Minuten fliegen, wenn es sehr warm ist, ist das kein großes Problem, ja? W sezonie lotowym gołębie są odlatywane dwa razy dziennie. Z tym, że to wygląda w ten sposób, że poranny oblot musi trwać godzinę, natomiast wieczorny oblot, gdzie może być wysoka temperatura, mogą być upały, pół godziny wystarczy, jeśli same latają pół godziny lub 40 minut, jest ok, ale jeśli z powodu upału latają tylko 15 minut, nie jest to żadna wada. Jakieś pytania jeszcze? Ktoś tutaj chce zapytać? O, zapraszamy panią. Pani tutaj zapytała odnośnie dróg odbudowy, czy ma problemy z tak zwanym, z tym opuszczonym skrzydłem, to krzywe latanie. Gut, die Luftwege. Ich hab das, versteht man was? Mikrofon, ja. Ja, ja, schauen wir, aber das ist ja, wenn es nicht richtig funktioniert. Wir haben hier in unserem Programm, das nennt sich Schleimfrei-Elixier, das ist für die Atemwege, Prinzip Kräuter vergoren. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt, also nehme ich auch selber, wenn ich Probleme mal mit der Atemwege habe. Und das kriegen die Tauben alle zwei Wochen, zwei Tage. Und dann ist eigentlich das hundertprozentig, dass das funktioniert. Man muss sich, wie soll ich sagen, solange ich Tauben habe, wird immer über Atemwege gesprochen. Ja? Das ist nicht immer das größte Problem. Ja, wenn man einen guten Schlag hat und der nicht überbevölkert ist, dann ist eigentlich das Problem von Atemwegen sehr gering. Das größere Problem ist immer die Verdauung. Ja, also wenn zu viele Keime da sind, vor allen Dingen Kohlekeime, die bewirken dann einen Niedergang des Immunsystems und dadurch können sich die Keime mehr und mehr ausbreiten und dadurch auch mehr oder mehr geringere Leistung. Das hat nicht immer nur mit den Atemwegen zu tun. Auf die Schifffliegen kommen wir dann gleich noch ein. Najpierw przetłumaczę te drogi oddechowe, a za chwilę wrócimy do tego skrzydła. Od kiedy zajmuję się hodowlą gołębia, jest to już 150 lat albo i więcej, oczywiście w formie żartu, to ciągle mówi się o drogach oddechowych. Te drogi oddechowe to nie jest największy problem w tym sporcie. To jest po prostu takie sztuczny problem. On zabezpiecza się w ten sposób, że ma taki produkt, który nazywa się Schleimfrei Elixir. Tłumacząc na nasze, to jest tak zwany odflegmiacz. To jest na bazie alkoholu, tam jest 7 ziółek typu eukaliptus, mentol i tak dalej. To jest gotowane, wyciąg z tych ziół, mieszane z alkoholem i jego gołębie dostają to co 2 tygodnie przez 2 dni, czyli z reguły środa, czwartek. Ja u siebie akurat stosuję to co czwartek, jeden dzień w tygodniu i to się fajnie sprawdza. To jest taki typowo naturalny produkt, który w momencie, kiedy na przykład
on ma problemy, że czuje, że tam jakieś przeziębienia, czy coś go tam z oskrzelami, to on sobie sam też to pije, te ziółka, i to bardzo pomaga. Większy problem powinien hodowca, problemu powinien hodowca raczej szukać z powodu za dużej ilości podawania antybiotyków, powinien właśnie na te problemy grzybiczne zwracać uwagę, bo podawanie antybiotyków powoduje właśnie taką grzybicę i tu jest większy problem. Jeśli gołębnik jest dobrze wentylowany, gołębie się w nim dobrze czują, to naprawdę jest dużym błędem podawanie tych antybiotyków na górne drogi oddechowe. Bruch Heisteiger, der immer so viel wie nötig an Antibiotika oder an Medikamenten, aber so, also so viel wie notwendig ist, aber nicht mehr. So, man muss nicht immer mit Antibiotikum oder Arzneimitteln arbeiten. Ganz, ganz wichtig sind natürlich dafür immer gute Tauben, stabile Tauben, die das natürlich auch von sich aus tun und auch die natürlich auch von sich aus mehr Vitalität mitbringen. Ja? Es gibt ja Tauben, die werden halt am Leben erhalten, sage ich manchmal. Ja? Und mit diesen Tauben kann man nicht gute Ergebnisse erbringen. Ja? Die guten Tauben sind ja letztendlich von so vielen, wir züchten, ob hier in Polen oder bei uns in Deutschland, die ganz guten Tauben sind doch immer ein ganz, ganz kleiner Teil von der ganzen Menge. Odnośnie podawania antybiotyków, to podawanie jest też konieczne antybiotyku, ale on ma takie powiedzenie, że antybiotyku trzeba podać tyle, ile trzeba, ale tak mało, o ile jest to możliwe. Czyli nie wolno z tym przesadzać, z tymi antybiotykami. Natomiast i tak decydującą rolę jest jakość gołębia. Ze słabych gołębi naprawdę nie będą dobre gołębie. Jakość gołębia jest na pierwszym miejscu. Ja, und jetzt noch ein paar Worte zu dem hängenden Flug, wie Sie sagen, oder Skiflieger. Ich habe das selber sehr viel Probleme damit. Und ich denke mal, dass das, ich beschäftige mich 30 Jahre mit dieser Situation. Ja. Ich denke, dass das manchmal eine Überbeanspruchung an Gelenken oder an Muskulatur, wie bei Sportlern der Fall ist, ja, dass das, ja, manchmal, ich habe auch schon beobachtet, dass es Tauben gibt, da ist es in dieser Familie, ist es, kommt es öfter vor, ja, das, auch das ist möglich, ja, aber letztendlich sind, oder man kann ja natürlich jetzt auch sagen, diese Sorte ist nicht geeignet für gute Wettflüge, ja. Was aber auch wieder nicht richtig ist, weil aus derselben Sorte gibt es oft mal die besten Tauben. Ja? Aber bei extremer Belastung oder Beanspruchung kann das also dann doch auftauchen. Und es kann über die ganze Saison, es kann noch eine Woche vor dem Endflug kann ihnen das noch passieren, dass die gute Taube haben und die kann nicht mehr fliegen. Ja? Und es ist natürlich so, die Tauben bei mir, die sitzen bis 1. April sitzen die, also von August bis 1. April sitzen die in einer Voliere. Wenig Bewegung. Und dann müssen die in 4 Wochen leistungsfähig sein, also optimale Leistung erbringen. Und dann ist die Anforderung an die Muskulatur, an die Gelenke, an die Sehnen oftmals zu groß. Ja? So dass eben dabei dann was kaputt geht und dann hat man eben dieses Problem. Ich hatte in früheren Jahren, in den Jahren 2000 bis 2010, hatte ich oft noch wieder solche Tauben gut repariert, sage ich mal. Ja. Am besten mit 2 Wochen einsperren und dann habe ich so Hirnspezial getroffen, das ist Anika Montana C30, das ist zu lang, habe ich das immer dann verabreicht und dann habe ich, ich denke mal, von 10, 6 wieder hinbekommen für optimale Leistungen. Es sind auch noch Tauben im Bestand, die immer noch, die das schon mal hatten und noch super Leistung bringen. Ja. Aber es ist ein Phänomen, das kann man mit Medikamenten oder sonstigen Sachen nicht beheben.
Man hat gedacht, ich hätte mit Salmonellen zu tun und so weiter, aber es ist alles nicht richtig. In der Hauptsache, in den meisten Fällen ist es ein mechanisches Problem. Also mechanisch heißt, dass irgendwo in der Flügelmuskulatur, in den Gelenken was kaputt gegangen ist. Ja? Und das ist leider oft auch bei sehr guten Daumen der Fall. Z tym, nie wiem jak to nazwać, z tym kontuzowanym skrzydłem, on ma z tym dużo problemów. Ale wynika to z tego, że jego gołębie są praktycznie po ostatnim locie na młode, są do 1 kwietnia niestety trzymane w wolierze bez możliwości oblotu. Z powodu tego jeszcze mianowicie, dzisiaj mamy chyba 15 kwiecień, one są od 1 kwietnia wypuszczone i on w tej chwili... On praktycznie ma 2 tygodnie wypuszczone gołębie, a już około 15 sztuk zostało zjedzonych przez jastrzębie. I w momencie, kiedy gołębie są praktycznie pół roku zamknięte, potem je wypuszcza 1 kwietnia i jest praktycznie tylko 4 tygodnie czasu na przygotowanie gołębi do lotów konkursowych. On myśli, że jest mało czasu, są te obciążenia i te kontuzje biorą się po prostu z takich urazów, tak jak u sportowca, naciągnięcie mięśnia z powodu obciążenia treningowego. No mamy 4 tygodnie, trzeba to przygotować i tak dalej. I to niestety się zdarza. To się niestety zdarza. Ale, i to nawet się też później już w trakcie sezonu zdarza. Dla niego, on to robi w ten sposób, że jeśli jakiś taki gołąb jest kontuzjowany, około tygodnia lub 2 tygodni taki gołąb jest separowany w jakimś takim małym gołębniku, że on nie powinien nawet gdzieś wysoko podfruwać. Czyli on ma totalny odpoczynek, on nie powinien tego skrzydła w ogóle jakby używać. I podaje jednocześnie w tym momencie te Hirntropfen, czyli ten wyciąg z Arnika Montana i około 60% gołębi z tymi problemami po tym tygodniu lub 2 braku oblotu i podawania tych kropli, to około 60% gołębi wraca do normalnej dyspozycji i one potem jeszcze robią dobry wynik. Ja, eben solche Tauben sind für die Reise dann sehr oft unbrauchbar. Heißt aber nicht, dass man mit diesen Tauben die Nacht. Also, ich habe das vorhin auch schon mal angesprochen. Manchmal gibt es Linien, wo das öfter vorkommt. Da muss man natürlich vorsichtig sein, mit diesen Tauben weiter zu züchten. Aber ich habe trotzdem Tauben, die das Problem schon hatten, dann in die Zucht genommen und damit viele gute Tauben gezüchtet, ohne dass man die Nachkommen dieses gleiche Problem hatten. Ja. Taki gołąb kontuzjowany, który w przeszłości miał coś takiego, bo u niego się akurat zdarza, że tam jakaś gołębie z jednej linii są, że im się to zdarza, te problemy z tym skrzydłem, z tymi mięśniami, zdarza się to często. To tak samo jest u sportowców, że tam ktoś jest bardziej kontuzjogenny, jak to się mówi. Ale jednocześnie taki gołąb, który coś takiego miał, to wcale go nie dyskwalifikuje do gołębnika rozpłodowego, bo on w przyszłości może dać też dobre gołębie jako rozpłodowiec. Ein wichtiger Grundsatz im Taubensport, um erfolgreich zu sein, um lange Zeit erfolgreich zu sein, heißt viel, viel Arbeit. Ständig Arbeit, ständig darüber nachzudenken, was muss ich machen, was muss ich noch mehr tun, um Erfolg zu haben. Man kann den Leuten, also bei uns zu Hause, ich kann den Leuten alles erzählen, es gibt kein Geheimnis im Taubensport. Aber das wirkliche Geheimnis, wenn man so sehen will, das wäre dann einfach der Fleiß des Züchters zu arbeiten. Das wird früher oder später wird es belohnt durch Erfolge der Tauben, hundertprozentig. Ja. Man muss natürlich auch die richtigen Tauben anzuschaffen, auch das ist ja des Züchters Arbeit, also auch das hat mit Arbeit, mit Beschäftigung zu tun, richtige, gute Tauben sich zu besorgen
um einfach danach Erfolg zu haben. Und das ganze Training, was wir jetzt besprochen hatten, jeden Tag hinzuschauen, niemals zu sagen, ah, das mache ich morgen, das ist verkehrt. Ich mache es sofort, das ist wichtig. Ich muss es immer sofort tun und nicht irgendwann, weil dann kommen noch weitere Probleme hinzu und das ist für den Daumensport das Schlechteste, was man tun kann. Dobre wyniki biorą się stety czy niestety z pracy i zaangażowania, jakie hodowca w gołębniku robi. Nie może być tak jak teraz przygotowanie gołębi, te treningi, te wywózki, to nie może być takie myślenie, że wywiozę je jutro. To jest złe myślenie. Zrób to dzisiaj, natychmiast, nie przekładaj tego. Wcześniej czy później ta twoja praca, to zaangażowanie się po prostu zwróci, zostanie to nagrodzone. Tylko naprawdę trzeba się zaangażować i pracować. Praca, praca, jeszcze raz praca. Weil wir jetzt soeben auch noch über Tauben gesprochen haben, man kann natürlich sehr, sehr teure Tauben kaufen. Ob die dann besser sind als andere, die steht immer auf einem anderen Blatt. Aber die Qualität der Tauben ist ganz, ganz entscheidend. Und sie müssen sich darüber im Klaren sein, wenn sie 100 Junge züchten, und haben ein sehr, sehr gutes dabei. Wenn Sie noch 5 brauchbare dazu haben, oder 5 gute und 5 brauchbare, dann sind es 10.000, 10% von 100, dann haben Sie schon gut gezüchtet. Und alles andere ist Augenauswischerei, das ist sehr unrealistisch. Ja? Es wäre natürlich ein Traum, ein Paar zu haben, zu sagen, okay, da züchte ich 6 Junge im Jahr, das sind 6 Asse. Das wäre natürlich das Beste. Ja? Dann wäre immer derjenige der Weltmeister. Aber dem ist es nicht. Ja? Das hat mit Fleiß, mit Arbeit, mit Aktivität zu tun, Stück für Stück gute Tauben zu erarbeiten. Ja? Da hat man einen Vogel, der bringt gute Nachzucht, vielleicht noch ein Kind von ihm. Und da können Sie aus dem Vogel vielleicht 50 Kinder züchten. Und vielleicht nur einer, wenn sie Glück haben, ist wieder so gut wie sein Vater. Und die anderen 49 sind